So, ich hoffe mal jetzt ohne weniger oder mit weniger Problemen, dass es jetzt weitergehen kann. Denn wir wollen ja noch ein bisschen vorankommen. Der Abstieg. Haha, nicht der Aufstieg. Ah, war ich doch schon richtig. Passt schon. If I'm gonna find Dana, I'm gonna have to join up with these clowns. Allerdings. Und ich brauche ja den, ups, den Heli. Mann da. Ach nee, ach ich Trottel. Ich vertipp mich immer. No you ain't. In a couple of mics I'm gonna be wearing your face. Scheiße. Ist natürlich jetzt schlecht, was ich gemacht habe. Das war wieder mal richtig krank. Bam. Hier, war's das? Okay. Southpaw, I'm sitting in for Catapult 4-1. Brawler just bit his head off, wouldn't you know it? Yeah, that happens a lot around here. All right, new Catapult 4-1. You ready to go get Athena? Getting airborne ASAP. Oh, mein Gott. Ja, es passiert hier öfters. Southpaw, this is Catapult 4-1. We're inbound to the RZ. Roger that, 4-1. Good luck out there. You're gonna need it. Wahrscheinlich. Luftbrücke. Na komm, komm, komm. Nutz die Luftbrücken. Ja, ja. Kenn ich. All Catapult Choppers, this is Locksmith. Welcome to the Red Zone. Your rendezvous with Catapult 4-3 at Site Alpha. Catapult, all due respect. I thought we were going after Dana Mercer. Don't you worry, 4-1. We have a signal truck at Site Alpha that's been tracking Dana Mercer's location. Our mission is to protect that truck. We do that, we find that bitch. Okay. Oh, falsch rum. So darf ich mich bei solchen Heli-Events nicht anstellen. Denn dann habe ich ein Problem. Folgen Sie dem Staffelführer. Ja. Jetzt sind wir ja wieder bei der Telemetrie. Ach ja. Wieder in der roten Zone unterwegs. Und alles sieht noch immer so abgefuckt aus. Oh, geh doch mal. Da sind sie. Geh weg. Catapult, this is Cypher 2-3. I'm in the telemetry, Victor. Just buy me a few minutes. I've almost got Dana Mercer's location. Okay, von mir aus. Roger that, Locksmith. Roger that, Locksmith. Helos to the rescue. Diese Verrückten wissen ja gar nicht, auf was sie sich einlassen. Juggernaut! Oh. Ja, großartig. Was haben die Trottel davon, wenn sie so ein großes Maul haben? Da hatte ich ja... Das habt ihr aber nie gesehen. Die habe ich nämlich... Die Aufnahmen habe ich nämlich abgebrochen. Ich Trottel habe wirklich geglaubt, dass die Panzer dort unten die Leute vernichten müssen, und ich kam nicht nie auf die Idee. Ich kam wirklich nie auf die Idee, auch nur einmal auf, ja, keine Ahnung, auf, weg. Ich kam nie auf die Idee, auch nur einmal hier, bitteschön, R oder LT zu, nee, entschuldige, falsch rum, R oder LB zu drücken, um zu feuern selbst. Ich dachte, der Heli kann das nicht. Jetzt habe ich aber gerade ein blödes Problem. Ach, dieser Controller. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich mich drüber aufreg, aber ich besorge mir demnächst mal einen neuen. Es kann auch ein bisschen dauern. Weil so wichtig war es mir dann auch noch nicht, weil er funktioniert ja. Aber hat manchmal so seine Macken. Und das hört sich wie eine Hydra an. Und da ist auch einer. Stirb.
Platz. Oh, so viele Gegner wieder. Wie gesagt, ich denke mal, nach der Mission werde ich höchstwahrscheinlich Level 23 haben. Das heißt, es gibt wohl möglich auch in dieser Folge den Erfolg. Den letzten, der noch fehlt. Dann war es das auch damit, aber dann ist es ja noch längst nicht vorbei. Dann fängt es gerade erst wieder an. Denn es kommt ja hier noch einiges. Ich frage mich nur, wo der herkommt. Oder wo kommen die überhaupt her? Herr Brawler. Ja, den eben gerade noch so getötet. Okay. Oh, Trottel. Base Hotel 27. Ja, friss. Friss. Stirb. Leck mich. So, weg geht's. Ich will diesen Sack umhauen. Kann ich aber nicht. Ups. Trottel. Bin ich blöd. Gut, kann ich mir halt nicht umklatschen. Mach ich aber noch. Obwohl, ja doch, eben klatsche ich noch um. Mal gucken, ob ich diesmal auch nochmal den Bonus kriegen kann, auch wenn ich dann den überhaupt nicht mehr brauche. Oh, man kann es ja trotzdem mal versuchen. Okay. Landen wir. Dann erfahren wir, wo Dana ist. Dann geht's schon wieder weiter. Und da wir jetzt endlich in der roten Zone sind, werde ich im nächsten Part endlich mal wieder RedNet machen. Ich denke mal, wird es dann auch schneller vorangehen. Weitaus schneller. Okay, it's cooking. Come on. Come on. There we go. Got the bitch's address and just about everything else about her. Transmitting coordinates now. Catapult 41, you got the coordinates. You want to hit that location with everything you've got. Wipe that little bitch off the face of the earth. Over. Roger that, Locksmith. Ach, scheiße, ich muss ja ran. I guarantee you she'll be off your grid for good. Boom, boom, boom. Explosion. Landen. Aussteigen. Ja, Fähigkeit erlangt, Helikopter zu fliegen. Dana Mercer? Huh? Who is this? How the fuck did you get my number? Everyone in Blackwatch has your number now. Heller? Oh shit. They know I'm here. Okay, I'm sending you some coordinates. Meet me in an hour. Got it? I'll be there. Okay. Auch wenn es nicht mal eine Stunde ist, Jäger und Gejagte, das passt für die letzten Punkte. Ich vermute zumindest mal, dass es reicht. Obwohl, nein, cool, es kommt auch noch eine Mission, halt eben durch die Gedächtnislöchung kriegen wir es. Aber das ist dann auch das Letzte. Weil ich Langeweile habe, kümmere ich mich sogar noch um euch hier. So viel dazu. Feldagenten in Chinatown. Was wollt ihr auch in Chinatown? Mach doch mal einen Lauf in Richtung Norden, in die Todeszone. Ich wette, im Central Park ist jetzt gerade die Hölle heiß. Oh yeah. Okay. Da kann ich ja auch viel länger schweben durch die Upgrades halt eben Bewegung. Ja, stimmt, es war ja sehr weit oben. Da hinten haben wir schon die Todeszone. Ach man, die Todeszone würde ich gern mal. Ich weiß auch nicht, ich finde das faszinierend. Hier, die Blackbox war ja auch so blöd versteckt. Egal. Nach unten geht's. Getroffen. Hahaha. Ja, viel Spaß. Sorry, my bad. Im Hintergrund explodiert noch alles. Gedächtnis. Dana Mercer hat sich einverstanden erklärt, Maya zu finden, während Heller Mercer davon abhält, die Stadt zu zerstören. Stimmt. Was anderes hat er auch nicht zu tun. Heller, something's happening a few blocks from you. Blackwatch troops are pouring into the place. All right, I'll take a look. Okay, dann wollen wir doch mal. Das
steht jetzt aber ein bisschen blöd. All units, this is Straitjacket. Anyone spots a wildlife barrel in the city, you are to alert Red Crown. Then transport the barrel ASAP to base India 906. Straitjacket out. You hear that? Sounds like they figured out white lights making things worse instead of better. So much for Mercer's grand plan. Stimmt, das ist eine coole Bärbasis hier. India 97 neben dem Stadion. Ups. Jetzt war es irgendwie gerade extrem schlecht. Okay, ich stehe erstmal da. Never thought I'd say this, but you better give Blackwatch a hand. Besser ist es. Die Jungs schaffen das eh nicht. Aber warum leckst du? Nee. Ja, doch, aber manchmal ist es irgendwie so blöd. Das ist schon ganz schön sonderbar. Mach auf. Komm. Mach auf. Ja, mach ich. Ich muss aber erstmal hier ein bisschen eine Stelle kommen, wo ich auch mal ein bisschen Ruhe habe. Man wird ja hier von allen Seiten belöffelt, ey, schrecklich. Dann noch wieder diese blöden Einbrüche. Ja, ihr seid Marines, ihr seid nicht Blackwatch. I know it's tempting, but don't attack Blackwatch. You're on the same side. Ja, tut mir leid, Dana. Boah. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen bei dem Scheiße. Kaputt. Hä? Da. So. Und. Geteilt. Das stört jetzt aber gerade ein bisschen. Einer. Obwohl, wird's besser. Na, hier sowieso, aber. Obwohl, hier nicht mal ganz. Was soll das denn? Na, wartet mal, ich guck mal, ob ich was dran machen kann. Tja. Puh, es war nichts Besonderes. Ging um. Oh, der ist schon tot. Ich habe nicht mal was gemacht. Ja, können wir überspringen. Das Virenscan hatte was. Es waren aber nur Tracking-Cookies. Brauche ich nicht. Heller, it's up to you. Those barrels have got to go into that incinerator. Good thing I'm already infected. Allerdings. Und bring. Träumen wir noch ein paar Leute. Hey, du da. Ja. Bam. 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 Ja, stimmt, das lag wirklich da dran. Die Tracking Cookies haben einfach genervt. Tut mir leid, Leute. Dana, what happens if those barrels reach the atmosphere? We're fucked. Good to know. We're fucked. Schön. Ja, ganz ruhig bleiben. Wir werden ja dann alle nur drauf gehen. Und klatsch, 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 klatsch. Nee, das ist geil. Irgendwie kommt es mir so vor, dass das so komisch läuft, oder? Wenn er das Ding so trägt. Jetzt ob er ein bisschen, kennt ihr das hier beim Aufwärmen manchmal? Zum Beispiel, dass man sich gegen seinen, also mit den Füßen gegen den eigenen Arsch treten. So ähnlich sah das auch aus, wenn er jetzt halt eben die. Nein, ich will. Das kann er nicht. Mein Gott, jetzt reicht's mir aber mal. Burn. Sterbt. So, ihr verblutet jetzt. Nicht du.
Ja, das finde ich auch. Geh weg, die Bitch. Na? Komm ich halt ein bisschen anders. Und jetzt. Gedankt. Ich habe euch gerade den Arsch gerettet. So schon bewusst, oder? Na warte, dafür bringe ich dich um. Nicht den, was mache ich denn? Oder was macht Heller? Ihr du Schwein. Mich beschießen, das kannst du, hä? Ich möchte gar nichts. Bumm. Und bumm. Und. Tut mir leid. Ja, hello. Das war der manische Schrei. Weg geht's. Und ich hab das scheiß Gelände. Jetzt. Verlassen. So, das war's. Und schon bin ich wieder ein Marine. Oh, und es wird Zeit. Wie hieß der Erfolg? Vollständig erwachsen, ne? Wollen wir ja gleich unten aufpoppen sehen. Kam es mir nur so vor, da hingen da die Gedärme raus. Also, man braucht also 2.530.000 Punkte. Hm? Und jetzt das letzte Upgrade. Sprinttempo um 100% erhöht. Krank. Sprunghöhe um 300% erhöht. Kränker. Luftsprintstrecke um 100% erhöht. Genauso krank, aber Sprunghöhe ist immer noch das Krankste. Das Kränkeste. Kann man das so sagen? Keine Ahnung. Looks like that's the last of it. The white light cloud is dissipating too. Mercer won't be pleased. And Maya's safe. For now. Heller? Heller! Ganz erwachsen heißt's. I can't hear you. Dana. Dana. Heller? It's Sabrina Galloway. I need to talk to you about Project Firehawk. You know what that is? Sounds familiar. Remind me why I care. Trust me, you care. Come and meet me right now. Send me the coordinates. Coordinates. Ja, jetzt bin ich ganz erwachsen. Super. So, ich denke mal, die erste Mission davon mache ich noch. Und im nächsten Part gibt es dann eh, wie gesagt, RedNet. Denn damit möchte ich ja auch noch fertig werden. Denn das gehört für mich einfach... Ja, sagen wir, für die 100% gehört das für mich dazu. Was das Spiel jetzt alles betrifft, habe ich die 100% schon, aber RedNet eben halt nicht. Und ich denke mal, ich brauche nicht länger als 7 Minuten für diese Mission hier. Ah, Feldagenten. Es gibt doch nichts Schöneres, als ein paar Feldagenten aufzuklatschen. Hey, Jungs, wie geht's? Sorry, my bad. Wieder in Chinatown. Genau, und diese Leute in Chinatown. War klar, dass das nicht klappt. Letzter Ausweg. Blackwatch. Nein, die Stadt ist nicht sicher. Komm, komm. Ah, das regnet. Solid copy. We'll have Oscar 5 Charlie delivered to your location. Over. Till we finalize the Firehawk plans, I want a complete lockdown. Nobody is getting in or out of this building. You can lock all the doors and turn off all the lights, Cantrell. But you can't protect those plans forever. Ah, wonderful. This base is locked down tight. Doesn't look like Cantrell is going anywhere soon. You're a soldier, right? I'm sure you know how to end a lockdown. Hmm. Activate their security protocols. Cancel the lockdown automatically. AKA, start a giant fucking fire. Oh, Heller. Hope you didn't hurt your brain there. Bitch. Bitch. Eine schnelle und klassische Antwort. Nein, aber ihr wisst ja, habe ich euch schon mal erzählt, wie sehr ich es liebe, wenn es hier regnet. Ne, das habe ich schon oft genug gesagt, aber es ist ja nun wirklich so. Ein Augenblick mal. Stopp, du da? So, mach das mal am Verdeck. Jetzt, da ich ganz erwachsen bin, klappt das schon. Oh, woher wisst denn ihr das?
Kannst du mir aufhören, ständig God Damn zu sagen? Nicht korrekt. Ich glaube, hier war auch der unsichtbare Soldat letztes Mal. War irgendwie so eine Art, das ist ein Glitch. Bei Bug war es ja nicht unbedingt, hat ja ein schlechtes Gehör. Das war mehr ein Glitch. Und. Checkmate, this is Copperhead. Commander Cantrell's safety has been compromised. Over. Shit. We need Cantrell out of there. He knows too much to be compromised. Colonel Rooks, we are not running like those goddamn cowards. My boys can handle it. Nein, deine Jungs können's nicht handeln. My boys don't can handle it. Könnt ihr, was war das denn? Ja, so tun, als ob ich Dings aktivieren würde, obwohl ich es gar nicht aktivieren kann. Immer die gleiche Scheiße und Klatsch. Ich meine, ich Trottel mache das jetzt schon lang genug, aber ich vergesse trotzdem ständig, dass man immer noch die Schläge schön abblocken kann. Wo kommt ihr auf einmal wieder her? Klatsch. Hä? Drei Stück? Das können doch noch Supersoldaten sein, oder? Nee? Du nicht? Du auch nicht. So, da kommt ein Heli. Ja, stimmt, die Flyer haben wir ja, glaube ich, vernichtet. Oh, wisst ihr, was für was es jetzt wieder Zeit wird? Ganz einfach. Ne, die Domina kommt wieder. Ich würde jetzt Peitschenfaust kriegen. Evac. Was ist, wenn es niemand gibt, der dich evakuieren möchte? Und, oh, scheiße, ich mache weg. Ich glaube nämlich, ich schwäche diesen. Na? Snap. 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 Flash. So. Und nicht immer mal nerven. Can't believe I'm protecting this son of a bitch. Kopf ab. Eine klassische Enthauptung wie im Mittelalter. Obwohl. Ist jetzt nicht unbedingt eine Guillotine, aber geht schnell und effektiv. Kopf ab. Oh, dort ist Chubby. Oh, got heavy bleeding. Recovery team is en route. Fang noch an zu heulen. Hast du den Scheiß, jetzt bin ich auf sein Mikro gekommen. Passiert. Jetzt, da kommt sie, unsere Domina. Stay out of this, Heller. Cantrell is ours. You can take him if you can get him. Schade, dass die keinen richtigen Namen hat, dass das einfach nur Evolverin ist. Hier, du stehst noch auf lange Klingen. Oh mein Gott. Das ist eine Peitsche. Warte. Keine Messer. Peitschenfaust. Obwohl ich den Namen Peitschenfaust auch nicht so mag. Ich sage einfach nur Peitsche. Oder Whiplash. Cool. Und guck dich das mal an hier. Wo kommt das ganze Blut her? Na, kennst du? Oh, ich muss aufpassen, sie vernichtet mich noch. Ich sehe es kommen. Und ja, der Unterleib von dem einen. So, ein bisschen Energie und Biomasse kann ich gebrauchen. Warum soll ich mich abmühen? Wenn genauso gut meine Brawler will mithelfen können. Ja, viel Spaß. Das ist ein richtiger Fight, den schaue ich mir an. Haha, das ist geil. Vielleicht ein bisschen unspektakulär, aber. Und in der einen Ecke sehen wir eine blonde Frau mit Messerarm. Ja. In der anderen Seite. Drei Brawler. Is that all you've got? Na, wie schaut's aus?
Ey, wo kommst du auf einmal her? Warte mal, dich kann ich eigentlich gebrauchen. Ja, meine blonde Schönheit plus. Sorry, ich musste dich aufessen. Aber ich werde dich nicht vergessen, auch wenn du eigentlich nur uninteressanter Nebencharakter warst, sozusagen, teilweise. Wiederum wurdest du eben halt durch die Peitschenfaust sehr interessant. Und stopp. Allerdings. Hier habe ich ja damals auch verschissen, hat den Bonus habe ich nicht gekriegt, weil ich zu blöd war. Ich hätte mich nur hier hinstellen müssen. Und. Bonus-Deal abgeschlossen. Bullseye. Ja, Mann. Bullseye. Volltreffer oder Headshot. So. Und das war's. Jetzt nur noch Cantrell und dann ist die Folge eigentlich schon Geschichte, wenn man so will. Red Crown, this is Commander Cantrell. Stop the Cadillac. I'll fucking walk. Ich dachte, du blutest. Blutest wohl doch nicht, Arschloch, hä? Mahlzeit. 5 million. Sons of bitches. What the hell are they up to? Frag ich mich auch. Castle, this is Checkmate. Return to base ASAP. Over. Roger that, Checkmate. On my way. Wonder what he wants. Ohoho, letzter Ausweg geschafft. Hat bestimmt auch genug Punkte gegeben. Haar in der Suppe. Wie habe ich das letzte Mal eigentlich gemacht? Ich mach's Haar in der Suppe das nächste Mal. Aber. Ups. Vorher gibt es noch was anderes und zwar RedNet. Da wird es Zeit in der nächsten Folge für RedNet. Denn da kann ich jetzt wieder ein bisschen weitermachen. Da komme ich, denke ich mal, auch zum Ende. Das passt also alles super. Und, oh, ein Stuhl. Mein Stuhl, den nehme ich mit. Yay! Oh, scheiße. Gut, und mit diesem Stuhl in meinen Armen. Sieht ganz schön cool aus. Hello. Ein bisschen ausdruckslos, aber egal. Oh, es regnet schön, schön. Und da unten der Qualm sieht auch nicht schlecht aus. Jedenfalls mit diesem Stuhl in meinen Händen beende ich den Part. Und ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Hoffentlich seid auch wieder beim nächsten Mal mit dabei. Ich sag nur, tschüss, bis dann.